dann haben sie auch keinen Selbstbezug. Demnach würden so Sachen wie zum Beispiel die Verletzung meiner Würde kein Begriff sein. Tiere leiden demnach an Einschränkungen ihrer Triebe, insbesondere an Einschränkungen ihres Freiheitstriebes und an körperlich zugefügtem Unwillen. Ein Lebewesen, das keine Form von Intentionalität kennt, kennt auch kein anderes Leid. Das muss man bei der Kontextfrage denken. Es ist auffällig, dass gerade viele weibliche Tiere beim Akt, das hat Beat selbst bestätigt, aus einem Studium von Tierpornografie, sie hat sich da anscheinend ein paar hundert Filme angesehen, das erste Mal, dass der berühmte Satz, ich schaue mir das aus Forschungszwecken an, tatsächlich akkurat war. Und hat dort festgestellt, das deckt sich übrigens mit Interviews, die ich selber geführt habe, dass gerade weibliche Tiere in sehr, sehr vielen Fällen vollkommen Indifferenz zeigen. Also weder Affirmation noch Negation, sondern vollkommen Indifferenz. Ich habe ein Interview mit einem bestimmten Zoophilen gesprochen, der hatte regelmäßig Verkehr mit einer Stute in seinem Besitz. Und ich habe gefragt, wie läuft denn das? Und er hat gesagt, naja, ich gehe da hin und ich mache das durch. Und sie sagt, ja, und sie? Ja, nichts, die frisst weiter Gras. Manchmal geht sie dann auch weg. Wenn sie weggeht, meistens noch in Ruhe, aber wenn ich gerade wirklich den Drang verspüre, stelle ich einen Eimer Hafer hin, dann frisst sie einen Eimer Hafer und dann mache ich. Man muss jetzt mal klar machen. Das heißt, sie wäre normalerweise weggelaufen, hat sich aber anscheinend gedacht, ach, da steht ein Eimer Hafer, wenn ich jetzt weggehen müsste, müsste ich kurz aufhören, aus dem Hafereimer zu fressen, dann lasse ich sie lieber. Also das ist kein menschlicher Sexualbegriff, den man da ansetzen kann. Piers Bern kommentiert an dieser Stelle, man sollte jede Form des sexuellen Kontaktes mit Tieren per se als sexuellen Tiermissbrauch bezeichnen, als Animal Sexual Abuse, weil es ja genauso wie bei Menschen keine körperliche Gewalt gegeben sein muss, damit ein Akt ein sexueller Übergriff ist. Als Beispiel genommen, wenn wir permanent gegen laufen würden und Leuten an den Schrittfasern drücken, wäre das auch keine körperliche Gewalt, aber es wäre trotzdem ein Übergriff. Ich stelle jetzt an der Stelle die Frage, wenn jemand über einem Salat sitzt, jemand fasst ihm an den Schritt, derjenige zuckt die Schulter und isst einfach weiter, ob an der Stelle überhaupt noch sexuelle Belästigung besteht. Wenn es einer Person, wie gesagt, vollkommen egal ist, wenn sie aus empirischer Beobachtung anscheinend kein Intimgefühl besitzt, ist sexueller Übergriff in diesem konzeptuellen Sinne nicht wirklich möglich. Ein anderes Problem, das ich sehe, ist mit dem Gegenargument der Non-Kommunizierbarkeit des Konsens. Offen gesagt, ich kann dieses Argument in seiner Basis nicht nachvollziehen. Wir würden ja durchaus sagen, ein Tier kann mit einem Menschen kommunizieren. Also jeder Mensch, der ein Haustier hat, wird sagen, ich sehe, was das Haustier von mir will. Wenn ein Hund raus will, dann kratzt er halt an der Tür, dann fiebt er, dann bellt er, dann macht er derartige Dinge. Wenn eine Katze schreit, die liegt sich vor mir, rollt sie auf den Rücken. Warum jetzt ausgerechnet Akte von Leid, von Fluchtreaktionen, von Abwehrverhalten nicht kommunizierbar sein sollen, leuchtet mir wirklich nicht ein. Dann würde ja meinen, ein Tier kann kommunizieren, wenn ihm etwas nicht gefällt. Und das muss kein starker Akt sein. Ich meine, ein Pferd kann austreten, ein Hund kann beißen oder knurren, aber auch schwache Akte. Ich meine, die meisten Leute, die zu viel aktiv sind, sind ja gerade Farmer, sind ja Stall- oder Hundezwingerbesitzer, derartige Dinge, also Leute, die sich ihre besonders gut lesen können. Und denen messen wir ja auch alles zu. Die können ja Hunger erkennen, sagen wir, die können ja Befindlichkeiten erkennen, also warum nicht deren Verhalten? Zumal ein Tier, im Gegensatz zu einem Kind, ja nicht per se einen Unterdrückungsmechanismus im Geist hat. Das erfordert ihre Intentionalität. Also sagen, ich fühle jetzt etwas, aber ich ziehe mich zusammen und ich tue mal so, als wäre nichts, weil es mir unangenehm ist. Tiere tragen ihre Emotionalität, wenn wir glauben, ihn direkt aus. Man merkt also, es ist problematisch. Erschwerend hinzukommt, gerade männliche Tiere zeigen sich durchaus affirmativ beim Akt, und zwar meistens, in den meisten Fällen. Homosexuelle oder weibliche Zoophile lassen sich sehr gerne von ihren männlichen Tieren, Hund oder Pferd bespringen. Und ich würde sagen, das ist eine sehr aktive Form der Konsensgebung. Also wirklich aktive Gestik. Peter Singer, ich schäme mich an dieser Stelle angemessen, Peter Singer zu zitieren. Aber Peter Singer brachte ein Beispiel aus dem balinesischen, ich glaube es war in Bali, wo es einen Rehabilitierungscamp für Orang-Utans, die in die Gefangenschaft aufgewachsen sind, gegeben hat. Und er erzählte, dort wurde eine erfahrene Zoologin irgendwann mal von einem Orang-Utan-Alpha-Männchen angesprungen, das hat versucht, sie zu begatten, in einer Dominanzzeit. Die Zoologin war eine sehr erfahrene, als Leute helfen wollten, hat sie abgewogen, hat gemeint, die haben nur ganz kleine Penisse, das ist kein Problem. Und tatsächlich so war es dann auch. Er hat versucht, sie zu begatten, ist an der kleinen Scheide und hat sie abgelassen. Man muss sich klar machen, nach der Zoophilie-Kritik Piers Berns hat die Zoologin gerade den Orang-Utan missbraucht. Ich finde, es ist schon etwas problematisch. Man sieht also, mein Urteil über Zoophilie ist offensichtlich affirmativ. Ich glaube, Zoophilie kann moralisch akzeptabel sein und ist es tatsächlich oftmals auch. Es gibt ein letztes Argument, das ich an dieser Stelle ausgespart habe,
weil es den Kern des Ganzen nicht betrifft, sondern eher die Kritik, sondern eher die Perspektiven und die Begründung der Kritiker in Frage stellt. Ich habe es aber trotzdem nicht auslassen wollen, weil es doch sehr aussagekräftig ist. Während wir hier diese Diskussion um Konsens führen, die ich, wie gesagt, in der Basis schon für problematisch halte, packen wir Tiere in winzig kleine Käfige. Wir pumpen sie voll mit Drogen und Giften aller Art. Wir schlachten sie ab, wenn uns das danach besteht. Wir befruchten sie künstlich. Der Akt der künstlichen Befruchtung ist effektiv, man schiebt einen Arm in die Vagina des Tieres. Wir benutzen elektronische Ejakulationsförderung, künstliche Befruchtungsapparate, all diesen Spaß. Es besteht eine definitive Doppelmoral, wenn man dann mit so vielen Akten von Konsensfragen spricht. Ich würde also in den Raum werfen, jeder hier an dieser Stelle, der nicht mal von vornherein Veganer ist, sollte sich in seiner Kritik der Zoophilie fragen, ob seine Motivation wirklich eine rein ethische ist und dem Wohl des Tieres gegründet wird. Gut. Kommen wir nun zu einem angenehmeren Thema. Die Nekrophilie. Ich sehe übrigens, ich habe die Zahlen da unten nicht ausgebessert. Da steht eine 2. Im Vergleich zu den beiden anderen bisher diskutierten Paraphilien fällt die Nekrophilie aus einer Reihe von Gründen. Ich habe zwei andere. Ich habe kurz, bevor der Vortrag begonnen hat, die Reihenfolge nochmal geschmissen. Nichts gehört. Aber schön, im Gegensatz zu den beiden anderen Paraphilien, die wir hier diskutiert haben und noch diskutieren werden, fällt die Nekrophilie aus einer Reihe von Gründen aus dem Rahmen. Zuerst einmal ist sie kaum psychologisch untersucht. Meine Daten hier und selbst auf einer Reihe von Einzelfällen richten einer einzigen Studie, die übrigens vor euch liegt, die zwar sehr ergiebig war, aber der ist eben komplett an Second Opinions geht. Die Prävalenz, das heißt die Häufigkeit von Nekrophilie, ist dabei von vornherein komplett unwiderruflich und definitiv erhöht. Es mögen endlich 2% sein, es können theoretisch auch 1-2 Promille oder 200% sein, man hat wirklich wenig bis kein Zugriff. Allgemein kann man aber eher vermuten, sie ist deutlich seltener als die beiden anderen und meisten anderen Paraphilien, die wir besprechen werden. Nekrophilie, das ist extrem auffällig, existiert dabei fast ausschließlich in sekundärer Form. Primäre Nekrophile gibt es nahezu nicht. Sie existiert fast nur als Fetisch. Sie scheint im Menschen deutlich weniger stark, natürlich veranlagt zu sein, als das sonst bei anderen Paraphilien der Fall ist. Auffällig ist außerdem, dass praktizierende Nekrophile in der Regel entweder einen deutlich geringeren oder deutlich höheren Intelligenzquotienten als der Durchschnitt haben. Das deckt sich. Man sagt, Menschen mit geringerer Intelligenz haben weniger soziale Barrieren. Menschen mit höherer Intelligenz allerdings pflegen gerne die gezielt pervertierende Umgehung dieser Barrieren. Man sagt, konzeptuelle Perversion fühlt sich viel häufiger in intelligenten Menschen, weil die Spaß daran haben können, mit Begriffen zu spielen und Dinge eben kognitiv zu pervertieren. Ich komme die ganze Zeit aus dem Rahmen, es tut mir furchtbar leid. Genau. Für konzeptuelle Perversionen insbesondere hat ein weiterer amerikanischer Sexologe mit dem Namen Abraham Brill vermerkt: The destruction of the dams of shame, disgust and morality, which must take place in the direction of necrophilia, requires more psychic labor than in the construction of any other perversions. Mit anderen Worten, man muss tatsächlich in der Regel psychisch dafür arbeiten, nekrophil zu werden, wenn auch nicht bewusst. Die Nekrophilie wird in weitere Subformen gegliedert, vor allem in den symbolischen Fetischismus, der sich am Tod als konzeptuelle oder symbolische Präsenz erregt, die genuine Nekrophilie, das heißt die Lust am Verkehr mit Leichen und Leichenteilen, sowie die homizide Nekrophilie, das heißt die Lust am Mord und anschließenden Verkehr mit dem Opfer. Davon abzugrenzen ist die Pseudonekrophilie, das heißt Verkehr mit Leichen ohne wirkliche Gegebenheit von Nekrophilie, Gelegenheitsnekrophilie. Die es übrigens in allen anderen Paraphilien, auch in Zoophilie und in Pädophilie genauso gibt. Das ist im Wesentlichen, ich bin zwar gerade nicht Nekrophil, ich finde diese Leiche nicht erregend, aber Loch ist Loch, wie man so sagt. Man kann tatsächlich sagen, ich habe gerade einfach die Gelegenheit, mit irgendwas schlecht verkehrt zu haben, also nehme ich es wahr. Der Männeranteil von Nekrophilen beträgt 92% und ist damit der höchste in irgendeiner Paraphilie, der überhaupt bekannt ist. In ihrer sexuellen Orientierung, also der Frage, wie hoch die Verteilung von homo- oder bisexuellen unter Nekrophilen ist, sind sie auffällig oder unauffällig? Bemerkenswert ist vor allem, dass Nekrophile häufig in ihrer Nekrophilie die gleiche Orientierung zeigen wie in ihrer Teleophilie. Das heißt, die meisten Menschen, die generell homosexuell sind, sind auch in ihrer Nekrophilie homosexuell, die meisten, die heterosexuell sind, auch in ihrer Nekrophilie heterosexuell. Das ist ungewöhnlich für Paraphilien. In den meisten Fällen hat man eine wesentliche Abweichung von 30-50%. Was einfach daran liegt, dass man eben eine generell andere Kernorientierung hat.
Ein weiteres Indiz, der übrigens auch hierfür, dass Nekrophilie selten eine klare Orientierung ist, sie ist aufgedeckt auf eine bereits existente Sexualität. Der Zugang zur Leiche wird sich, außer bei der homizidischen Form natürlich, in der Regel beruflich verschafft. Das heißt, Nekrophile werden oftmals gezielt, Totengräber, Rettungssanitäter, Friedhofswärter, ja. Motive für die Entwicklung eines Sekundär-Nekrophil-Fetisches sind variabel. Die häufigsten genannten Gründe sind die Verfügbarkeit eines denkbar unkomplizierten, sich nicht mehrenden Partners, die Möglichkeit, sich mit einem verstorbenen Partner wieder vereinigen zu können, einfach genuine, primäre Nekrophilie, Einsamkeit und der Wunsch, dagegen etwas zu tun, notfalls auch mit einem Toten, und Machtfantasien, insbesondere die Erregung über die Macht einer Opfer, das ich gerade ermordet habe. Diese Gründe werden oftmals mehrmals genannt und sie sind in dieser Reihenfolge absteigend häufiger. In der ethischen Evaluation dieser Frage muss ich von vornherein gestehen, ich habe es ja selber noch keine Meinung zum Thema gegeben. Also ich habe versucht, meine Meinung zum Thema zu bilden, aber ich persönlich bin tatsächlich der Meinung, Datenmenge ist bisher einfach zu klein. Gerade aus diesem Grund wäre ich übrigens bei jedem Diskussionsbeitrag zu diesem Thema dankbar. Die Konsensfrage, so viel können wir auf jeden Fall schon mal festhalten, die sonst eigentlich so zentral ist, fällt an dieser Stelle aus naheliegenden Gründen weg. Ethisch relevante Komponenten sind erstens natürlich die Gefühle der Hintergebenen der Leiche, die einen solchen Akt als invasiv, als feindselig, als entwürdigend, als generell einfach blöd empfinden können. Zweitens das Problem der Tradition, der Religion und der Kultur. Wir leben in einem Rahmen, in dem seit jeher Tote auch als Menschen, die einen menschlichen Respekt verdienen, betrachtet werden. Das heißt, Missbrauch an Toten ist Missbrauch an einem Menschen. Drittens die Komponente, die pragmatische Komponente von Hygiene und Sauberkeit. Je nachdem, wie alt diese Leiche ist, ist der Akt manchmal auch einfach hygienisch, medizinisch für den Nekrophilen selbst bedenklich. Bei all diesen Dingen, mit Ausnahme der letzten Komponente, stellt sich die Frage der Natürlichkeit. Nekrophilie selbst ist, wie gesagt, selten natürlich, aber es stellt sich die Frage, sind die Gegenargumente? Ist zum Beispiel Respekt vor der Würde von Leichen eine natürliche Sache oder eine kulturkonstruierte Sache? Diese Frage ist ebenfalls wichtig. Man könnte jetzt zum Beispiel fragen, ist die Tatsache, dass Hinterbliebene diesen Akt als feindselig, als moralisch falsch empfinden würden, ist das natürlich in der menschlichen Natur verankert und muss ihnen zugesetzt werden? Oder sind es vielleicht die Hinterbliebenen, die hier etwas ethisch Falsches tun, indem sich jemand für etwas verdauen, was eigentlich gar nicht falsch ist? Können wir sagen, da ist ja nur ein toter Brocken Fleisch, der entfindet ja nichts, ist ja egal. Das ist eine Frage, die man selbstverständlich stellen muss. Ist Nekrophilie auch dann unethisch, wenn niemand sie bemerkt? Ist also erst die Gegebenheit von Zeugen, die daran überhaupt leiden können, etwas, das sie unethisch macht? Wäre es dann nicht besser, Nekrophilie so geheim wie möglich zu halten, ist das, was ich hier tue, dann gerade ethisch generell falsch? Wie stark ist die Verbindung von Nekrophilie und Homiziden Akten? Es gibt homizide Nekrophilie, aber spielt in jeder Nekrophilie vielleicht genuin und generell eine Form von Interesse an Homizid, an Töten mit? Würde das sie ethisch falsch machen? Ich habe mir bisher, wie gesagt, auf keine dieser Fragen eine wirklich klare Antwort bilden können. Aber ich habe das Gefühl, dass Ihre Antwort ziemlich entscheidend ist. Ich schließe an dieser Stelle meine Überlegungen zur Nekrophilie im Speziellen ab und gehe weiter zum letzten Thema, der Nekrophilie. Zuerst einmal zu dem wesentlichen Vektor. Beginnt mit Häufigkeit und Verbreitung und da geht es schon wieder los. Je nachdem, wen oder was man fragt, ist die Verbreitung von Nekrophilie in der Gesellschaft, zumindest im männlichen Bestand,